Heute sprechen wir über unsere Lieblings-Quiz-Spiele. Da gibt es einige großartige Sachen. Auf geht's. Willkommen bei der Board Games. Ich bin Thomas und ich habe heute wieder einen fantastischen Gast, den Steff. Ihr kennt ihn alle, der Quizmaster aus unserem Brettspiel-Duell. Wir haben auch ein Escape Room-Spiel-Video gemacht zusammen. Und heute geht es um Quizspiele, auch eins deiner Steckenpferde. Ja, absolut. Steff, was fasziniert dich so an Quizspiele? Warum sind die so beliebt? Was meinst du? Also Quizspiele haben zum einen die Fähigkeit, dass du ganz schnell ins Spiel reinkommst. Also du brauchst nicht irgendwie groß Regeln lesen, sondern da weiß jeder sofort, ja, es wird eine Frage gestellt, ich muss die Antwort geben. Das ist schon etwas, wo ich auch merke, wenn Leute dann sagen, oh, nicht keine Regeln. Und dann sage ich, ja, mach mal ein Quizspiel. Mhm. Ja, da kommt man so rein. Es gibt aber schon auch einige, die genau gegenteilig sind. Nämlich dann sagen, oh, da weiß ich immer nichts, das ist so schlecht, wenn ich dann irgendwas nicht weiß und dann fühle ich mich nicht gut. Aber auch da habe ich ein paar Sachen heute dabei, wo ich sage, ja, bei denen könnte es auch vielleicht ein bisschen anders sein. Warum mag ich Quizspiele so gern? Das ist vor allem daran, dass man was lernt dabei. Also ich mag es nicht, wenn irgendwelche Fragen kommen, die eigentlich wirklich nur reines Wissen abfragen. Also wenn jetzt irgendwo, welche Hauptstadt ist irgendwo, das ist nicht interessant, sondern die Frage ist, warum ist diese Hauptstadt vielleicht zum ersten Mal diese Hauptstadt? Oder dass ich danach so einen Aha-Effekt habe und wirklich sagen kann, ah, da habe ich was gelernt oder da habe ich jetzt mein Wissen erweitert. Ich glaube, das ist das Schöne, wenn man so gemeinsam danach rausgeht aus einer Runde und mehr weiß als vorher. Ja, dass man so Trivia hat, was man dann hinterher anderen Leuten auf der Party erzählen kann. Genau. Wusstest du eigentlich, dass Prag deswegen die goldene Stadt ist, weil so und so? Ah, ja. Ja. Der Klassiker, wir haben ja den heute mal irgendwie auch mitgebracht, ist natürlich Trivial Pursuit. Das ist, glaube ich, popkulturell wahrscheinlich ein Klassiker, würde ich sagen. Das hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal gespielt. Ich muss sagen, ich mochte das auch in der Kindheit. Mhm. Aber ich finde, es hat auch ein paar Schwächen. Und da reden wir eben auch heute drüber, welche Spiele das vielleicht besser machen. Mhm. Das Ding ist ja auch so ein Roll-and-Move-Spiel. Also ich würfel und dann komme ich auf irgendeine Kategorie. Und je mehr Käsekästchen ich schon habe, desto schwieriger wird es, dass ich überhaupt auf das Feld lande, wo ich die entsprechende Kategorie noch mir holen kann. Das hat also auch sehr viele Glückselemente. Mhm. Und ich finde auch die Fragen teilweise echt sehr unterschiedlich. Also ja. Manchmal denke ich mir so, okay, easy peasy und dann denke ich mir so, was will der von mir? Habe ich noch nie gehört. Von daher ein bisschen in die Jahre gekommen. Mhm. Es ist wirklich eine Würfelorgie irgendwann, wenn man nur auf das richtige Feld kommen möchte. Und du hast gerade schon gesagt, die Fragenqualität, das hängt halt, also heutzutage kann ich diese Version nicht mehr spielen, das ist von 1985 hier und da werden Fragen gestellt, wer hat den zweiten Platz beim Weitsprung in den Olympischen Spielen 1974 belegt oder irgendwie sowas. Das ist halt dann nicht mehr gut gealtert. Fun Fact, das wusste ich 1985 schon nicht. Ja, aber wir haben ein paar Alternativen, wo man sagt, also vielleicht nicht Trivial Pursuit, sondern da gibt es was Gutes anderes auch. Ja, das Erste, was mir persönlich eingefallen ist sofort, ist Besserwisser. Ist jetzt hier, ich wusste gar nicht, dass es in der schönen weißen Familienedition jetzt auch gibt. Mhm, ganz aktuell. Das ist im Endeffekt auch dieses klassische Trivia-Spiel. Man stellt sich gegenseitig Fragen, aber da sind halt mehr als 6 Kategorien dabei. Das sind, glaube ich, 20 verschiedene Kategorien. Und du kannst selber, wenn du die Kategorien aus deinem Beutel ziehst, wählen, wie viele Punkte dir die geben. Dann kann ich sagen, okay, Geschichte ist nicht so mein Fall, mache ich nur einen Punkt. Aber Musik, da kenne ich mich super aus, dafür will ich 4 Punkte haben. Und da ist noch so ein Effekt drin, dass du Besserwissern kannst. Deswegen heißt das Spiel auch so. Das heißt, wenn ich was weiß, was du nicht weißt, dann kann ich sagen, ah, Besserwisser, das war Adele. Und dann kann ich dir Punkte abstauben. Und das fühlt sich halt auch nochmal belohnend an. Weil man kann sogar auf ganz Risiko gehen und kann sagen, ich Besserwisser schon, bevor die Frage überhaupt kommt. Weil ich so überheblich bin, dass ich was mit Musik kennst du dich gar nicht aus. Aber das ist irgendwie, finde ich, nochmal zugänglicher, weil du selber mehr steuern kannst, welches Wissen wie belohnt wird. Und deswegen, weil du vorhin schon gemeint hast, manche fühlen sich dann irgendwie doof, wenn sie irgendwas nicht wissen. Und da hast du mehr Kontrolle drüber, über dein eigenes Wissen. Deswegen definitiv schon mal die bessere Version, finde ich. Und ich finde die Fragenqualität auch wirklich gut hier. Und es gibt eben auch Film und Fernsehen. Da kann ich mich dann immer doch ein bisschen retten, wenn es dann über Geografie geht. Da bin ich nämlich nicht so gut drin. Ja. Ich habe was dabei, was wir auch halten hier, und zwar Color Brain. Und ich mag Color Brain deswegen vor allem gerne, weil das ein Spiel ist, wo man wirklich gut mitspielen kann, wo auch Leute dann sagen würden, oh, ich weiß bei Quizfragen immer so wenig. Naja, dann sage ich was, aber du weißt doch, welche Farben irgendwelche Gegenstände haben oder irgendwelche Dinge. Und dann kriegt man sie vielleicht dann doch wieder darüber. Die ganzen Fragen, man hat so Fragenkarten, Farbkarten auf der Hand und dann wird eben gefragt, welche Farben haben denn die Telefonzellen in London? Und dann muss man halt eine von seinen Farben legen. Oder es wird gefragt, welche Farbe hat die Mütze von Donald Duck? 2 Farben sind gesucht. Und alle müssen das dann legen. Und dann wird eben nach aufgedeckt. Und da geht es eben wirklich bei diesen Quizzen mehr darum,
eigentlich müsste ich das wissen, eigentlich habe ich das schon mal gesehen, das Google-Logo. Welche Farben waren das jetzt nochmal da drin? Oh Gott, ja. Und das Schöne, das Spaßige daran, weil ich wirklich das Gefühl habe, die können mehrere mitspielen, ohne das Gefühl zu haben, ich muss jetzt groß alles noch im Detail wissen. Ja. Ich habe das noch nicht gespielt, habe aber Bock drauf. Das klingt echt interessant. Ist irgendwie auch spannend, welche Richtungen man da überhaupt gehen kann. Mhm. Was ich auch immer empfehlen kann, da haben wir ein paar Sachen jetzt hier in der Liste, sind kooperative Brettspiele, weil da arbeiten eben alle zusammen und dann fühlt man sich so oder so smart. Also du wirst sozusagen das Spiel nicht verlieren, weil du weniger weißt als die anderen. Und ein Klassiker ist Box of Rocks. Das ist jetzt hier die amerikanische Version. Die deutsche ist ein bisschen größer. Ich finde das eigentlich ganz stylisch irgendwie hier so von dieser Box. Und da sind zwei Steine drin. Und die Frage ist, sind wir zwei schlauer als die beiden Steine, die da drin sind? Das heißt, alle Fragen sind immer so gestellt, dass die Antwort eine 0, eine 1 oder eine 2. Eine 0, eine 1 oder eine 2 ist. Das heißt auch schon mal ganz andere Arten von Fragen, die da gestellt werden. Ja? Also zum Beispiel, wie oft hat Usain Bolt irgendwie, gut, das war mehr als 0, 1 oder 2, aber du weißt, was ich meine. Ne? Mhm. Also es sind halt immer ganz spezielle Fragen. Und dann geben wir eine Antwort und sagen, ich glaube, 1 ist richtig. Und dann schütteln wir quasi diese Box, da sind eben zwei Steine drin, die eben halt eine Vorder- und eine Rückseite haben mit 1 und 0 und dann gibt es sozusagen aus der Kombination eben auch eine Antwort und dann schauen wir eben quasi, wer ist schlauer, wir oder die Steine. Und das ist so bitter, wenn man gegen die Steine verliert, das kann schon auch vorkommen. Ja. Meine Lieblingsfrage war mal, wie viele Taco Bells gibt es in Deutschland? Einen. Und es gibt einen, nämlich auf irgendeiner amerikanischen... ja, macht Sinn. Richtig, also... Ey, da fahren wir mal hin. Ich habe noch nie bei Taco Bell gegessen. Da kommt man nicht rein. Da kommt man nur. Aber in diese Richtung geht das und da kann man auch schön drüber diskutieren. Also die Möglichkeiten, ja, da gibt es auch gar keinen. Ich war noch nie im Taco Bell in Deutschland und so weiter. Und wenn ich noch nicht im Taco Bell war, dann gibt es auch richtig, keinen. Da kann es nicht sein. Ja, also sehr schön die erste kooperative Variante. Das Pub-Quiz habe ich hier. Weil Pub-Quiz erfreuen sich ja in Deutschland jetzt großer Beliebtheit. Und das ist ein ganz spezielles Pub-Quiz. Das heißt nämlich Quiz Caraldos Pub-Quiz. Und der zeichnet sich dadurch aus, dass diese ganzen Fragen, die hier gestellt sind, in Bildform sind. Man bekommt ein Bild und da ist dann umschrieben irgendein Film, eine Serie, ein Song, irgendeine Geschichte. Und dann muss man überlegen, ja Moment mal, was ist denn da eigentlich dargestellt und kann so schön diskutieren, bekommt Punkte dafür und kann dann aber auch sagen, hey, wir kommen nicht drauf, wir brauchen den Hinweis. Und auf der Rückseite sind dann noch Hinweise wirklich ausführlich hingeschrieben, die dann ein bisschen was zu einem Film sagen oder nochmal, wie der Song entstanden ist. Und dann kriegt man eben weniger Punkte, darauf kommt. Das ist richtig heftig. Also die Fragen oder die Bildkarten, die da drin sind, sind richtig schwierig, aber auch so genial. Da sind wirklich Sachen dabei, wo man nachher im Kopf langt. Und jetzt kann ich es gar nicht mehr nicht sehen. Das ist ja eigentlich so offensichtlich. Ich habe nur auf die anderen Sachen geachtet. Das Schweigende Lämmer zum Beispiel. Richtig. Ich habe es nicht gesehen. Aber wenn man es einmal gesehen hat, guck doch mal, Thomas, die schweigen doch. Die anderen reden doch. Ja, also das ist auf jeden Fall eine große Empfehlung, wenn ihr irgendwas in einer großen Runde spielen möchtet, wo alle miträtseln können und man irgendwie das Gefühl hat, hey, da kann man was raussehen aus diesen Bildern. Ja, solltet ihr dazu greifen. Dann kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele, was ich in den letzten zwei Jahren andauernd, also bei jeder Gelegenheit gespielt habe. Und zwar ist das Smart 10. Es kommt in dieser wunderschönen Box. Und das ist schon mal ein großer Vorteil. Das Spiel kannst du wirklich überall spielen. Du brauchst keinen Tisch, du brauchst kein Spielbrett. Wir haben das im Auto schon gespielt, im Urlaub. Wir haben es auf dem Sofa schon gespielt. Und das System ist auch ganz cool. Da ist immer eine Frage drin und dann gibt es 10 Antworten. Oft sind es so Ja-Nein-Fragen. Zum Beispiel hier habe ich jetzt die Harry Potter-Version. Es gibt auch verschiedene Versionen davon. Wer ist ein Mitglied der Weasley-Familie? Und dann gibt es hier 10 verschiedene Antworten und dann sage ich so, ich glaube Molly Weasley. Und dann schaue ich, ja, ist tatsächlich richtig und dann gebe ich das Ganze weiter und dann darf der Steff sich überlegen, wer gehört noch zur Weasley-Familie. Und das hat halt auch dieses Push-Your-Luck-Element. Ganz oft hat man ja so dieses Gefühl, ja, also ich glaube, ich weiß es, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und hier musst du sozusagen halt überlegen, soll ich mich das noch trauen? Weil wenn du eine falsche Antwort gibst, dann verlierst du alle Punkte, die du in der Runde halt gesammelt hast. Und dann schaut man, wer über mehrere Fragen halt zuerst 20 Punkte hat und der gewinnt. Und das Ding ist halt wirklich einfach, weil es so portabel ist. Also das Ding ist auch quasi unzerstörbar. Das kannst du überall mitnehmen und deswegen ist das ein ständiger Begleiter bei uns. Das ist wirklich eingeschlagen. Also das war wirklich mit ganz simplen Regeln. Es gibt auch eine Quizshow dazu, dann, die ich in Österreich gesehen habe, die sie erstellt haben. Das ist wirklich mit diesen ganz verschiedenen Kategorien, die man auch dazu geben kann, etwas, wo auch ganz viele mitspielen können und man auch nicht das Gefühl hat, man kann sich blamieren, weil im Endeffekt muss man bloß etwas aufdecken und kann dann trotzdem viel erfahren und lernen. Ja. Lernen ist dir wichtig, merke ich gerade. Ja, ich mag das in Quizspielen, also das ist ja das. Was haben wir jetzt nächstes da? Also, wir haben hier noch ein kooperatives Spiel. Und zwar Quiztopia. Das ist von keinem Geringeren als von Marc-Uwe Kling. Zusammen, ich glaube, mit seiner Ehefrau war das, also Maria,
Maria-Uwe Kling. Maria-Uwe Kling. Also auch ein kooperatives Quizspiel, ab 16 Jahren ist das Ganze. Und das Besondere bei dem Spiel ist, da die Fragen, die gestellt werden, da kann man sich gegenseitig helfen. Heißt also, ich stelle Thomas irgendeine Frage und dann merke ich, er weiß das gerade nicht, aber ich weiß es, mir ist es eingefallen und jetzt darf ich ihn entweder ein Wort geben oder ich darf Pantomimes was darstellen oder irgendwie will ich ihn dazu bringen, dass er eben dann die Antwort dann doch weiß. Ganz toll dabei ist auch, da ist eine Kampagne drin, also wirklich für Leute, die eben Quizspiele mehr und mehr spielen, bekommen dann so eine Möglichkeit, sich Schwierigkeitsgrade zu machen und sich durch das Ganze durchzuspielen. Ja. Wen habe ich gerade nachgemacht? Oh, ich habe es ja nicht gesehen, was Baba Papa. Ich bin Terry Pratchett. Hätte ich doch sehen können. Hätte ich wissen können. Okay, dann machen wir weiter. Wo sind wir denn jetzt? Oh, ja, ein weiteres kooperatives Spiel. Da haben wir jetzt quasi hier diese kleinen Mini-Varianten. Das gibt es auch in der größeren Form. Und zwar ist es das Kneipen-Quiz. Und das ist eigentlich auch wieder, wie man es so kennt aus der Kneipe. Also wir haben hier 5 Runden. In der Runde gibt es 5 Fragen. Und das sind auch wirklich sehr interessante, eher schwierige Fragen, wo man nicht einfach sagt, so, ja, ich weiß, was es ist. Der längste Fluss ist natürlich irgendwie, keine Ahnung, was der Amazonas, sondern hier muss man wirklich zusammenarbeiten und so, ja, ich habe doch da schon mal was gehört von, gab es da nicht diesen einen Typen da, ja, stimmt, habe ich auch gehört. Und dann entwickelt man so halt langsam diese Fragen und wir spielen wieder gegen das Spiel. Gibt es verschiedene Schwierigkeitsstufen, weil wir quasi, also in der großen Version immer verschiedene Plättchen haben, die sind dann quasi unseren Gegnern, das sind natürlich totale Flaschen, aber die müssen wir gewinnen. Die ordnen wir dann zu, also können also gucken, wo sind wir uns besonders sicher, dass wir da die Antwort wissen und wo vielleicht eher nicht. Und dann versuchen wir halt schlauer zu sein als das Spiel. Also ich habe da immer extreme Erfolgserlebnisse, wenn man sich wirklich smart fühlt, auch als Gruppe, weil man dann denkt, hey, wir haben hier irgendwie wirklich was erarbeitet gemeinsam. Die Fragenqualität ist exorbitant gut. Also ich weiß, eine Runde, da wurden uns 5 Fragen gestellt, wir haben alle 5 nicht gewusst am Anfang, haben diskutieren angefangen, haben wirklich das Wissen gebündelt von uns allen, dann am Ende alle 5 richtig beantwortet. Und das ist das Tolle daran, wenn man dann wirklich sich rausgeht aus der Runde und sich so schlau fühlt, dass man da eigentlich so rausbekommen hat. Also auch in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, also nicht die Fragen selber, aber man kann das Spiel auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden spielen, was ich auch noch sehr, sehr gut finde, sodass man wirklich noch was hat, wo man sich steigern kann. Ich finde eins der besten Quizspiele wirklich überhaupt. Also das Kneipenquiz hat neue Maßstäbe gesetzt. Das hast du schön gesagt. Es hat neue Maßstäbe gesetzt. Ja, ich meine, kooperativ war ja irgendwie damals noch nicht so das erste Mal, das erste Quiz, was so kooperativ ist. Nicht kooperativ, aber dafür relativ neu, hat noch keine neuen Maßstäbe gesetzt, aber vielleicht bald, ist Wheels vs. Doors. Das ist die deutsche Version, die heißt halt auch Englisch. Und man bekommt eine Fragenkarte und auf dieser Karte sind 6 verschiedene Dinge drauf und die gibt es in einer gewissen Anzahl. Und dann werden 2 gezogen und dann pokert man so ein bisschen wirklich mit Pokerchips auch und versucht einzuschätzen, wovon gibt es denn mehr? Das ist immer die gleiche Frage, wovon gibt es mehr? Gibt es mehr Türen oder mehr Räder auf der Welt? Und dann fangen halt die Diskussionen an. Und der eine sagt irgendwie, ja, völlig klar, ich meine, an jeder Haustür gibt es, jedem Haus gibt es mehrere Türen. Also, und wie viel, du hast doch maximal nur ein Auto. Und dann fängt der andere aber an, ja, aber überleg doch mal, da gibt es ja ganze Scharen von Fahrrädern noch dazu, die auch als Räder zählen. Und dann fängt es richtig lustig an, so Diskussionen. Und danach wird eher aufgelöst und dann lernt man auch eben was. Ach, da gibt es ja viel mehr von. Die Frage ist nur, wie viel merkt man sich davon? Da haben wir auch schon festgestellt, die Diskussionen sind super lustig. Danach weiß man doch wieder nicht, wie groß die eigentliche Zahl wirklich gewesen ist. Aber hat mir richtig viel Spaß gemacht und eben auch wieder so etwas für Leute, die vielleicht sagen, hey, ich weiß wenig so spezielles Fachwissen, so wenn es ins Quizzen geht, aber so abschätzen geht eben gut. Deswegen auch von mir eine Empfehlung für Wheels vs. Doors. Spricht auch für die Fragenqualität, ob man sich die Antwort merken kann, finde ich. Also gerade bei diesen klassischen Fragen, wie du vorhin gestellt hast, wie heißt die Hauptstadt von? Das vergesse ich sofort wieder, wenn ich das nicht irgendwie vorher schon mal wusste. Aber wenn das was Witziges ist, dann denkt man sich so, ah ja, das merke ich mir. Jetzt kommen wir wieder auch zum Thema Einschätzen. Und da gibt es etwas relativ Neues, nämlich Schätze it if you can. Auf welchem Film spielt es an? Catch it if you can. Catch me if you can, ja. Quizfrage bestanden. Genau, also der Titel ist gewöhnungsbedürftig, aber wenn man die Anspielung versteht, ist es sehr lustig. Da haben wir verschiedene Wissenskategorien und müssen immer eine Reihe von Sachen in eine Reihenfolge bringen und müssen schätzen, zum Beispiel, ordne diese Tiere nach der Größe, vom kleinsten bis zum großen. Dann fängst du an mit 2 Tieren, da hast du quasi irgendwie den Tiger und den Löwen und dann musst du einschätzen, welcher ist das größere Tier oder das schwerere Tier, war, glaube ich, in dem Fall die Frage. Und dann hast du so Würfel und machst einfach eine Reihenfolge.
Reihenfolge. Und ich sage dann als nächster Spieler, glaube ich dir, kriegst du Punkte. Mhm. Oder ich sage so, nee, ich zweifle das an, lass mal gucken. Und dann quasi kommt das nächste Tier dazu und da muss man schon den dritten Würfel und den vierten Würfel und so bis insgesamt 9 Sachen einsortiert sind, reinbringen. Und es wird natürlich immer schwieriger, weil die Größe halt irgendwie dieser Kette immer länger wird. Und es ist halt irgendwie so dieses typische, wenn du es nicht genau weißt, kannst du es trotzdem irgendwie versuchen, weil du kannst dich irgendwie ranhangeln. Und dann ist immer noch die Frage, ob der Nächste es anzweifelt. Weil wenn du einmal irgendwie damit durchkommst, hast du deine Punkte schon gemacht. Und dann ist der Nächste sozusagen in Gefahr, dass es wieder quasi aufgedeckt wird. Und also ich finde, das funktioniert wahnsinnig gut und da kommt auch jeder einfach total gut rein. Da sind auch 4 verschiedene Wissenskategorien drin. Also wir haben es auch mit unseren Kindern schon gespielt. Da kannst du natürlich dann nicht die abgefahrensten Fragen stellen, weil die dann gar nicht wissen, was der Kontext ist. Aber gerade so Natursachen und so, das kriegen die dann auch ganz gut hin. Und auch hier, die haben sich wirklich richtig coole Sachen mit ihren Fragen einfallen lassen. Mhm. Ich hatte eine Sache, da ging es um die Bundeskanzler, die man ordnen musste. Und ich dachte mir, kein Problem, Adenauer ist der Erste und so weiter. Und dann steht dran, ist 1958 geboren oder hatte 2 Orden bekommen für irgendwas. Also das waren wirklich so Sachen, wo ich dachte, oh mein Gott, okay, das weiß ich natürlich jetzt wieder nicht. Also musst du wieder so um die Ecke denken. Und das fand ich richtig gut. Also da haben sie auch wieder wirklich viel mit ihrem Konzept gespielt. Am Anfang erstmal so leicht zum Reinkommen und später werden die Fragen richtig raffiniert und clever. Gefällt mir. Ganz schön clever, diese Fragen. Ich bin auch ein großer Fan von TV-Sendungen, wo es um Quizzen geht. Und ich wollte wenigstens in dieser Auflistung 1 davon unterbringen und habe deswegen ja gefragt, gejagt dabei. Und es ist, also ich mag die Quizshow selber total sehr gerne im Fernsehen. Ja. Und es ist tatsächlich, wir spielen diese Show nach. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Wir bekommen tatsächlich auch einen von diesen Jägern, gegen die wir antreten müssen, haben eine Vorrunde, wo gespielt wird und müssen dann ganz schnell erstmal Fragen beantworten. Dann kriegen wir dafür dann ein Angebot. Man kann entweder hochgehen oder runtergehen. Und dann spielt man erstmal so virtuell dagegen. Das sind einfach so Karten. Dann wird gesagt, ah, der Jäger hat mal falsch geantwortet. Also es kann halt irgendwie so zufällig passieren. Und dann im Finale, das finde ich das Witzige dran, ich will das Spiel auch nur zu viert spielen, das würde ich immer so empfehlen. Weil dann tritt man tatsächlich an. Einer macht den Quizmaster, der andere versucht eben gegen den Jäger anzutreten und die anderen beiden Personen imitieren dann den Jäger. Also habe ich wirklich das Gefühl, ich muss gegen jemanden antreten, die mehr wissen, weil die sind ja zu zweit. Also die können sich halt dann auch entsprechend absprechen und eine Antwort geben. Wenn es nur zu dritt sind, darf der eine 2 Antworten geben. Das ist halt eher so eine Krücke, finde ich, so ein bisschen so behelfen. Aber gegen 2 anzutreten und wenn man dann wirklich gewinnt, dann hat man auch das Gefühl, man ist, hat so gegen den Jäger gewonnen. Also gefragt, gejagt als Quizspiel kann ich wirklich empfehlen. Das klingt cool. Ist auch nicht so simpel unbedingt oder so klar, dass eine Umsetzung von der Serie oder von der Quizshow aus dem Fernsehen auch so gut funktioniert. Genau, ja. Cool. Ja, jetzt haben wir noch was ganz, ganz Schönes. Nämlich, wir sind ja beide große Fans von Musik natürlich auch. Musik bestimmt unser Leben. Und ich meine, da haben wir jetzt öfter schon auf dem Kanal drüber gesprochen. Das ist irgendwie der letzten 2 Jahre einer der Hits. Nämlich Hitster. Das Musikquiz, bei dem es darum geht, dass wir tatsächlich echt Lieder erraten, die abgespielt werden. Und wir müssen gar nicht unbedingt wissen, wer das singt oder wie der Titel heißt. Da kriegt man zwar extra Punkte, aber das eigentlich Wichtige ist, dass wir das zeitlich chronologisch einordnen bei uns. Und jeder startet sozusagen mit einer Karte. Da steht dann zum Beispiel drauf, keine Ahnung, mal hat Will Gone, 1997. Und dann musst du halt wissen, ist das Lied, was ich gerade höre, vorher oder nachher veröffentlicht worden. Und es wird natürlich immer schwieriger, weil die Kette ja immer größer wird und immer mehr Sachen da liegen. Und das Schöne ist eben, dass du hier auch, wie beim Besserwissern, kannst du hier hitstern. Das heißt, wenn ich sage, irgendwie, keine Ahnung, Chuck Berrys Johnny Be Good ist doch sicherlich irgendwie ein ganz neues Lied, dann kannst du sagen, Hitster, das war aus dem Jahre 1957 oder so. Und dann kannst du quasi diese Karte klauen. Wer zuerst 10 Karten hat, gewinnt. Und das ist halt so ein Spiel, da tritt das Wissen irgendwann auch in den Hintergrund und alle sind irgendwann dann nur noch am Reminiszieren irgendwie, ach damals, ja, das habe ich auf dem Schulball gehört und ach, meine erste große Liebe und dann erzählt der Nächste wieder eine Geschichte, was er mit dem Song verbindet und alle singen irgendwann und grölen dann die Schlagerhits mit und es ist immer eine gute Stimmung am Tisch. Das ist ein echtes Partyspiel. Also ja. Nicht nur so verkopptes, weil sorry, Codenames, da steht zwar Partyspiel drauf, aber das ist alles ruhig und alle zerbrechen sich nur noch den Kopf darüber. Hier singen am Ende wirklich alle. Und es ist trotzdem ein bisschen Quiz, weil ich ja das Jahr ungefähr einschätzen muss. Ist das, was am wenigsten quizzig eigentlich so verlangt von einem? Mhm. Aber es macht eine super Stimmung in jeder Runde. Also wenn man auf einer Party wirklich mal ein Spiel mitbringen möchte und die Leute laufen nicht weg, dann kann man sich eigentlich dann mit Hitster ja, das Beste machen. Ja, das Einzige ist, es ist auf irgendwie Spieleabend, wo ganz viele Leute Eurogames um einen rumspielen, ist es vielleicht nicht gerade geeignet. Ja. Die sind dann nicht mehr ganz so konzentriert bei der Sache. Sondern keine Party. Ich habe noch eine Kleinigkeit dabei. Und zwar eine große Liebe von mir, Half-Truth.
Das Spiel gibt es leider nicht auf Deutsch. Und es ist auch schwierig, daran zu kommen, weil es ganz einfach ein Kickstarter. Aber ich sage euch nur drei Namen hier, die euch vielleicht was sagen sollten, zumindest zwei davon. Es ist von Richard Garfield gemacht. Nein, der Erfinder von Magic. Richtig. Ken Jennings hat die Fragen dazu geschrieben. Ist das nicht der, der Jeopardy gewonnen hat? Ja, ganz oft hintereinander, sogar der meisten Jeopardy. Und da merkt man auch in den Fragen, weil die sind richtig gut. Und wer hat die Grafik gemacht? Also, da kann ja eigentlich nur Ian O'Toole drauf. Es ist Ian O'Toole, der die Grafik dazu gemacht hat. Und deswegen, also die Namen, die sprechen schon für ein gutes Spiel. Tatsächlich ist es auch eins. Half-Truth, wir kriegen sechs Antworten vorgegeben. Und das sind immer die Hälfte davon, sind richtig. Also drei sind davon korrekt. Und ich muss diese drei benennen. Oder auch nur zwei oder auch nur ein. Je nachdem, wie viel ich mich traue. Je mehr ich mich traue, umso mehr Punkte gibt es auch. Die Fragen sind richtig toll. Also es ist jedes Mal danach, dass man eigentlich diskutiert, da hätte ich eigentlich drauf kommen können. Oder ja, das wäre was gewesen. Also eine Beispielfrage war, da waren irgendwelche NASCAR-Strecken gefragt. Und ich habe keine Ahnung davon, ja. Und dann habe ich einfach eine genommen davon, weil ich dachte, das habe ich schon mal gehört. Und dann wird es umgedreht und dann stand halt dran, ja, es ist eine Mario-Kart-Strecke. Deswegen kannte ich das Ganze und kam mir bekannt vor. Ich hoffe, davon kommt bald eine deutsche Version. Es ist anscheinend in Planung, also es wird schon seit mehreren Jahren jetzt irgendwie hin und her geschrieben und wird gemacht. Also die Daumen drücken, dass wir dieses tolle Spiel dann auch auf Deutsch bekommen werden. Ich kenne nur die Trockenkar-Strecken, die NASCAR-Strecken kenne ich nicht so gut. Finde ich auch ein großartiges Spiel. Hast du das nicht sogar von mir? Habe ich das irgendwie nicht bei Kickstarter gesagt? Exakt, du warst derjenige, der den Kickstarter gemacht hat und ich bin ausgerastet. Und gesagt, oh mein Gott, den habe ich übersehen und ich brauche dieses Spiel. Ich bin doch so Quizliebhaber. Ja, und es ist wirklich fantastisch, das Spiel. Ist toll. Ich glaube, wir haben euch jetzt einen ganz guten Überblick gegeben, was es alles für Quiz-Spiele da draußen gibt, was für Alternativen man hat zu Trivial Pursuit. Da ist, glaube ich, für jede Fasson was dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass du da warst heute, Steff. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Und schön weiterquizzen. Ciao.